Nächster Redner ist der stellvertretende Clubchef der SPÖ, Jörg Leichtfried. Die nächste Worteilung ist von meinem Abgeordneten Leichtfried Gruppermann. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Lassen Sie mich zuerst die Gelegenheit nutzen. Die Kollegin Schatz hat mich gerade informiert, dass der Pensionistenverband Freistadt aus dem Mühlviertel bei uns ist. Herzlich willkommen im österreichischen Nationalrat. Bevor ich auf das Volksbegehren eingehe, möchte ich jetzt schon ein bisschen Verwunderung ausdrücken zu dem, was der Kollege Gerstl gesagt hat, insbesondere was er über die FPÖ gesagt hat. Kollege Gerstl, darf Sie nur darauf aufmerksam machen, Sie sind in Niederösterreich mit genau dieser Partei eine Koalition eingegangen. Also sparen Sie sich besser die Worte zur FPÖ, werter Herr Gerstl. Man wäre von den beiden Parteien jetzt der größere Umfaller war, über das kann man diskutieren, aber es war auf jeden Fall von beiden Seiten keine Glanzleistung. Ich möchte das Thema Rücktritt der Bundesregierung, ja, werden Sie nicht so nervös, Herr Kickl, hilft ja nichts, Sie sind umgefallen. Sie haben garantiert, dass die Frau Nickel-Leitner nicht Landeshauptfrau ist. Wer ist jetzt Landeshauptfrau? Die Frau Nickel-Leitner. Gratuliere, Herr Kickl, zu Ihren Versprechen, kann man nur sagen. Gut haben Sie das gemacht. Da kann man auf Ihre anderen Versprechen auch schließen. Aber ich möchte jetzt schon zur Sache und zum Volksbegehren etwas sagen, geschätzte Damen und Herren. Ich habe Ihr Volksbegehren sehr, sehr interessiert durchgelesen. Ich muss Ihnen sagen, inhaltlich kann ich da selbstverständlich nicht mitgehen. Aber was die Conclusio betrifft, so werde ich versuchen, einen Schluss zu machen. Nämlich, der Herr Wirtschaftsminister hat bei seiner Rede gesagt, Leistung muss sich lohnen. Na, da gibt es aber auch einen Gegenschluss auch noch. Der heißt, Nichtleistung muss Konsequenzen haben. Und vielleicht kann man diese Frage einmal so angehen. Und der Herr Wirtschaftsminister hat auch insbesondere gemeint, diese Regierung hätte so viel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich getan. Ja, den 12-Stunden-Tag eingeführt, die Arbeitnehmer entrechtet, Abschläge für frühe Pensionen eingeführt, die Hackler-Regelung eingeführt. Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Nicht diese Bundesregierung hat was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getan. Wenn wer was getan hat, waren das die Gewerkschaften. Das waren die einzigen, die mit uns auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land gestanden sind. Also wenn es um die Leistung geht, wäre das schon ein Grund zu sagen, wir lassen es bleiben im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann haben wir dieses Hauptproblem in Österreich derzeit, diese massive Teuerung. Wir sind Europameister bei der Inflation. Wir sind Europameister gleichzeitig beim Geldausgeben. Und diese Kombination ist eine, die nicht mehr hinnehmbar ist, geschätzte Damen und Herren von der ÖVP und von den Grünen. Wie kann es sein, dass man das meiste Geld ausgibt und die höchste Inflation hat? Das heißt, man macht etwas falsch. Das ist der Schluss daraus. Das heißt, es funktioniert so nicht. Es hätte längst ein Gaspreisdeckel eingeführt werden müssen. Es hätte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gestrichen werden müssen. Die CO2-Steuer hätte ausgesetzt werden müssen. Und es hätte etwas gegen diese Mieterhöhungen getan werden müssen. Und Sie tun aber nichts gegen diese Mieterhöhungen. Sie sind verantwortlich, dass Menschen, die sich's eh nicht leisten können, innerhalb von 3 Jahren eine Mieterhöhung von 25% bekommen werden. Das ist Ihr Verdienst. Das ist das Verdienst dieser Bundesregierung. Und das ist ein Skandal, das sage ich Ihnen. Der Herr Kickl hat schon wieder eine Anmerkung gemacht. Er weist wieder auf eine Stadt hin. Und ich sage, Herr Kickl, ich tue das umgekehrt nicht. Sie sind in Oberösterreich mitverantwortlich. Sie werden jetzt auch in Niederösterreich mitverantwortlich sein. Da schaut es nicht besser aus. Und wissen Sie, warum es nicht besser ausschaut? Weil die einzelnen Bundesländer, die einzelnen Gemeinden, die einzelnen Städte nicht verantwortlich dafür sind, dass die Mieten nicht gesenkt werden, sondern der Bundesgesetzgeber verantwortlich ist. Und der setzt diese Mieten nicht hinunter. Das ist Verantwortung dieser Bundesregierung. Diese Bundesregierung hat das versumpert. Und deshalb, geschätzte Damen und Herren, ist die Intention Ihres Volksbegehrens nicht ganz unbegründet. Herzlichen Dank. Susanne Fürst, die Juristin aus Oberösterreich, Verfassungssprecherin, Justizsprecherin